Ja, hallo Freunde der NRW über 18. Ich begrüße euch heute hier aus dem Phantasialand Brühl in Köln. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, die zweite Kerze, wo wir gerade bei Kerzen sind, die zweite Kerze anzuzünden auf eurem Adventskranz. Und ja, ich hoffe, ihr habt heute den Tag schön besinnlich mit euren Lieben verbracht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Adventskalendertürchen bei mir zu Hause aus der Küche. Und dann begrüße ich euch auch an dieser Stelle zu meinem Adventskalendertürchen heute am Nikolaussonntag, den zweiten Advent. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir machen natürlich, wie sollte es heute auch anders sein, diesen Kalender und zusätzlich ein Rätsel, was ich am 4. leider nicht euch zeigen konnte, weil, Zeitmangel, es hat nicht sollen sein, aber heute reiche ich euch es dann nach, ich habe es euch ja versprochen, zum Rätsel, was wir am, ich habe hier mal so eine kleine Kiste mir gebastelt, wir am 3. hatten mit diesem Rätsel hier. Da ist es im Prinzip so, dass wir hier oben die Buchstaben, also an 4. Stelle und 5. Stelle das T haben und dann an 1. Stelle ein C. Das heißt, wir haben hier Klettercanyon, das ist das einzigste Wort, was im Prinzip an 4. und 5. Stelle ein T hat, weil Klappergespenst hat es nicht, Klapperschlange hat es auch nicht und Klopapier hat es auch nicht. Also konnte es dann nur das zweite Bild sein mit Klettercanyon und dem kleinen Waschbär, soll das glaube ich sein, am Baum. Soll das ein Waschbär sein? Ja, ich denke mal, es könnte einer sein. So, also wie gesagt, das jetzt hiermit auch gelöst. Jetzt wir kümmern uns jetzt erst einmal um das andere Rätsel. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch die Kamera so... Muss ich nur noch die Kamera so ausrichten, dass es hier auch passt. Und zwar, ich habe da mal was vorbereitet. Tada! So, da hatten wir ja diese wunderschöne Schabelone. Na, jene welche hier. Und zwar habe ich hier auch schon was vorbereitet. Ein DIN A6 Blatt. Also im Prinzip, jetzt habe ich das hier. Also das hier wäre... Nee, ja, warte mal. Also das hier, so jetzt habe ich es. Das hier wäre DIN A4. Das ist DIN A5 und das ist DIN A6. So einfach ist das. So, und jetzt sollen wir das knicken in der Hälfte. Das heißt, wir knicken es. Einmal in der Hälfte. So. Haben dann hier in der Mitte, das ist jetzt ein Dienstplan von mir. Einer hatte mal in die Kommentare geschrieben, ich möchte deinen Dienstplan haben. Hier hast du ein bisschen. Ja, Bischli, ich komme gleich. Gleich gibt's Abendessen. So, und dann haben wir hier einmal diese Falzlinie, das ist diese Kerbe hier, die kommt jetzt auf die Falzlinie und alles hier müssen wir jetzt erstmal abmalen mit einem spitzen Bleistift. Das Problem ist, die Löcher hier sind so klein und so fein, ich bin da weder mit einem Kuli durchgekommen, noch mit einem handelsüblichen Bleistift. Zum Glück bin ich gut ausgestattet und habe dann so einen hier praktisch, wo man so Bleistiftminen reinfüllen kann. Die kann man hier vorne, Jerry, meine Güte. Die kann man hier unten relativ weit, hier, jetzt sieht man's, relativ weit rausstehen lassen und somit kommt man mit der dünnen Spitze hier wirklich rein. Also anders bin ich da nicht reingekommen. Das hätte man vielleicht ein bisschen größer machen können. Oder, sagen wir mal so, ein bisschen schöner. So, jetzt muss ich hier gut zielen. So. Na, wo ist denn jetzt die Falzlinie? Ich sehe gar nichts. Moment, mal falten. So, das sieht doch besser aus. Dann das. Und jetzt müssen wir einmal alles abmalen. Zack. Zack. Die Löcher hier oben. Dann müssen wir das hier schön abzeichnen. Die Löcher hier. Ja, das dauert ein bisschen. Da sollte man sich schon Zeit vernehmen. Aber wie gesagt, ohne diesen Bleistift jetzt hier wäre es mir nicht möglich gewesen, hier zu zeichnen. Finde ich ein bisschen blöd. Die Fragezeichen hier oben, die haben eine etwas größere Öffnung. Da kommt man rein, auch mit einem handelsüblichen Bleistift. Aber, wie gesagt, hier die, jetzt ist mir fast die Mine abgebrochen, hier die Sachen, da kommt man mit einem handelsüblichen Bleistift leider nicht rein. Jetzt bin ich auch noch verrutscht. Aber ich glaube, das sollte dem Ganzen hier keinen Abbruch tun. So, jetzt müssen wir nur noch... Moment, meine Finger sind im Weg. So,
Ihr werdet euch sicherlich wundern, warum sitzt der Tom denn hier mit einem Pulli? Das hat folgenden Grund. Ich bin, wie gesagt, gerade eben erst nach Hause gekommen. Und wir haben es gleich schon wieder 10 Uhr. Also, wie gesagt, der Tag hat im Moment einfach nicht genug Stunden. Und ja, damit ihr es natürlich heute noch seht, das Adventskalender-Türchen, habe ich mich sofort an den Rechner gesetzt und bin jetzt hier am Aufnehmen. So sieht das Ganze dann aus. Tada! Das Ganze jetzt habe ich versucht einmal mit einer Schere zu machen, aber mit einem Cuttermesser macht es auf jeden Fall mehr Sinn. Das hier müssen wir nämlich jetzt einmal komplett aufschneiden. Sit. Ich hoffe, mir gelingt das jetzt so gut wie eben. Dann drehen wir das Ganze. Zack. Und das hier auch. Zack. Ja, das war ein bisschen neben der Linie, aber das ist egal. So, und jetzt muss ich da die schöne, geschwungene Kurve hinkriegen. Ah, das sieht gut aus. So. Einmal. So, und jetzt kommt die schwierigere Sache. Und zwar einmal hier, dann da. Und dann hier rum. Viele Bomben. Dann hier. Da. Und na komm schon. Und dann hier hoch. Ja, was habt ihr denn heute am Nikolaus geschenkt bekommen? Das würde ich gerne wissen. Ich habe von meinen Eltern eine kleine Tüte bekommen mit ein bisschen Knabbereien. Also jetzt nicht wirklich was Besonderes. Aber hey, es ist der Gedanke, der zählt. Und ich finde, zum Nikolaus, es soll ja noch nicht die großen Geschenke sein, finde ich das absolut in Ordnung. So. Katha wieder ein gesicherter Stellung. So, und jetzt haben wir das hier ausgeschnitten. Das heißt, wir können das jetzt hier alles, wenn ich sauber geschnitten habe, hoffentlich, das alles hier ein bisschen vorsichtig abtrennen. Das hier dann hoffentlich auch. Genau. Und jetzt haben wir hier diese gestrichelten Linien. Die können wir jetzt knicken, so dass wir hier dann sozusagen einen Pop-up-Aufsteller haben. Und das Ganze sieht dann hoffentlich... Moment, ich hab's gleich. Einmal. Und zweimal. Und jetzt hier unten die noch ein bisschen aufstellen. So, das Ganze sollte dann jetzt... sollte dann jetzt fertig sein. Da waren es noch ein bisschen feste. Und zwar sieht das Ganze dann, naja, man muss natürlich jetzt sagen, man kann es natürlich schöner machen, man kann es anmalen und man hat dann so eine richtig schöne Bastelsache. Und so sieht das Ganze dann aus. Kann man was Schickes vorstellen, man kann die noch so schräg da so drauflegen, so zack. Sieht schon schick aus. Also, wie gesagt, Freunde, jetzt den Zettel, den bekommt ihr auch so mit dabei. Also, das ist mein Originalzettel noch mit hier dem Dienstplan auf der Rückseite. Das und das wandert jetzt sozusagen in die Kiste. Ich seppe mal hier wieder hoch. Das kommt auf die Seite. Und das also, wie gesagt, jetzt hier in den Adventskalenderkarton und auf die Seite. So, das war die erste Arbeit. Jetzt kommt erst einmal ein bisschen Vergnügen. Das heißt, wir suchen die 6 auf unserem Adventskalender hier. Und die 6, ist hier an der Nikolausnase. Und da haben wir Schokolade. Wie sollte es auch anders sein? Meine Güte. Moment. Das ist ein Stiefel. Passt sehr gut zum Nikolaus. Ja. Da, so, da, da ist es, meine Güte. Passt. Ja, weil heute Nikolaus ist. Ja. Dient als Aufsteller. So, als Info, der kleine ICE ist auch da. Naja, Spaß beiseite. So, jetzt kommt die Arbeit. Ich bin gespannt. 6. Dezember. Also, Justus nahm den ausgesuchten Pfeil und überreichte ihn dem Mann. Hier bitte, damit ist auch dieses Rätsel gelöst.
Jetzt müssen Sie uns sagen, worum es sich handelt. Der Mann stieg vom Pferd ab und sagte, mein Name ist Mantopa. Wundert euch nicht. Es ist ein alter indianischer Name und bedeutet etwa so viel wie die vier Bären. Ihr müsst wissen, meine Vorfahren waren Indianer. Bei einem indianischen Namen. Aber so genau habe ich mich selbst nicht damit beschäftigt. Oh, nicht schlecht. Im Geschäftsleben heiße ich Jonas Manton und betreibe den Klettercanyon. Ach, sieh mal an. Bob unterbrach ihn. Sind Sie also der Besitzer? Mantopa nahm seinen Hut ab. Ja, genau so ist es. Und ich brauche Hilfe von cleveren Detektiven, die Rätsel lösen können. Denn meine Existenz steht auf dem Spiel. Der Kletterpark kann nur durch das Lösen eines Rätsels gerettet werden. Habt ihr Lust auf ein Abenteuer? Das braucht man den drei Fragezeichen nicht zweimal sagen. Sie telefonierten kurz mit der Tante Mathilde und erklärten sich bereit, ihm zu helfen. Danke, Freunde. Ich danke euch. Es ist schon spät und wir werden hier ein Nachtlager... Kommt meine Nachbarin mit der Decke durch? Meine Güte, hört sie sich das gerade an. Ein Nachtlager bereiten und Feuer machen. Morgen geht es dann mit den Pferden in die Magic Mountains. Wenig später saßen alle ums prasselnde Lagerfeuer herum und Justus blickte in den Sternenhimmel. Eieiei. Und jetzt die Aufgabe des heutigen Tages. Müde und hungrig schaut Justus in den Sternenhimmel. Doch was erkennt er plötzlich? Steche mit einer Nadel oder einer aufgeklappten Büroklammer in jeden Stern mit einer ungeraden Nummer ein kleines Loch. Dann halte das Blatt gegen ein helles Licht. Was siehst du? Eieiei. Gut, also erst einmal wieder Kamera. So, dann abtrennen, auf Seite legen, euch zeigen. Hier, 6. Dezember. Dort ist das Rätsel. Als Möglichkeiten haben wir Raumschiff, Sternzeichen, Kirschkuchen oder Pizza. So, das ist schon mal sehr gut, dass ich eben mein Brett hier hatte. Ja, mit einer Büroklammer. Ich habe weder eine Büroklammer noch das andere. Ich versuch's mal. Na, muss ja irgendwas Dickes sein, ne? Warte mal, ich hatte eben meine Kramkiste. Ich hatte eben doch einen relativ spitzen Bleistift. Wo ist der denn? Da nicht. Und hier? Auch nicht. Da ist er doch. Ich wollte doch sagen, ich hatte doch eben was. So, also jede Ungerade. Das heißt, wir fangen bei 1 an. Ein bisschen Knete wäre jetzt nicht schlecht. Probieren wir es mal. 1, 3. Oh Gott, das könnte jetzt ein Weilchen dauern. 7, 9, 11, 13. Hoppala, das war ein großes Loch. 15, 16, 17, 19. Wo geht's weiter? 19? Wo sind die 20? Hä, wo, hä? 19? Ach, da unten. 20, 21, 22. 23, 24, 25, da oben. Na, willst du wohl? 26, 27, 28, wo bin ich denn hier? 29, 30, 31. Ja, Freunde, sorry, dass das jetzt gerade so ein bisschen langwierig ist. 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, wo ist die 39, da, 39, 40, 41, 42, 43, so, ich glaube, das war's. 43, ne? So. Also ich habe alles ausgestochen. Und ich gucke gegen das Licht und es ist, ja, es sind nicht alle Löcher durch. Gut, dann, oh. Na okay, das ist jetzt ganz durch. Mann, ist das ein scheiß Papier. 5, 6, 7. Ich muss jetzt hier ein bisschen nachstechen, weil man erkennt es sonst nicht im Licht.
Aber das haben wir gleich. 19. Mein Kamerakind lässt sich entschuldigen, dass der Gute liegt krank zu Hause. Also ihm ging es heute wirklich nicht gut. Und hat sich dann entschlossen, dann 23, 24, 25, wo ist die 25? Da. Dann nach Hause zu fahren. Morgen mal gucken, was der Arzt sagt. Und dann ist er hoffentlich auch bald wieder mit dabei. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Von den drei Fragezeichen. Ich glaube, der Famschröter würde das hier gerade sehr gerne in den Händen halten. Ich möchte das jetzt nicht zu sehr... Ah, jetzt habe ich es schon auf. Ah, egal. Also hier seht ihr es. Es sind Schnürsenkel von den drei Fragezeichen. Schick. Die sehen echt gut aus. Vielleicht mache ich mir die sogar selber in die Schuhe. So, Moment, das machen wir wieder da durch. Dann sind die nicht so groß. So, das Ganze stramm ziehen. Fertig. Jo, was haben wir denn da? Schnürsenkel sind nicht nur dazu da, Schuhe fest am Fuß zu halten. Sie können von Detektiven vielfältig eingesetzt werden. Sie eignen sich gut, um Dinge zu befestigen, einen Trageriemen zu basteln oder als Lesezeichen für ein neues, spannendes Buch. Du kannst sie aber trotzdem als Schnürsenkel verwenden. So sieht das dann aus am stylischen Schuh. Ich meine, haben wir eben schon ein bisschen gesehen, weil ich das Blatt leider ein bisschen falsch gehalten hatte. Aber sieht stylisch aus. Ja, Freunde. Und damit, hoppla, endet auch leider dieses Adventskalendertürchen. Ich hoffe, euch hat's wieder einmal gefallen. Heute am Nikolaussonntag, am 2. Advent, die zweite Adventskalenderkerze, Adventskalender, Adventskranzkerze, brennt hoffentlich bei euch. Und ihr hattet einen wunderschönen Tag mit euren Lieben. Hier folgen jetzt noch ein paar Aufnahmen aus dem Phantasialand Wintertraum bzw. Winterzauber, wie es hier heißt. Und dann hoffe ich, dass ihr noch einen schönen restlichen zweiten Advent habt und dass wir uns morgen natürlich alle pünktlich wiedersehen zum 7. Adventskalendertürchen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und bis morgen. NRW bei 18. Adieu.
Stelle der Fahrt. Unsere Darsteller stehen Ihnen jetzt noch für Foto- und Videoaufnahmen hier auf der Eisfläche zur Verfügung.